So Leute, wichtiges Anliegen. Und bevor das Video beginnt, zwei Sachen. Mal wieder. Die erste Sache. Den Monitor hat Dominik aus der Schweiz gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß bei Pornos auf 144 Frames gucken. Auch wenn das nicht möglich ist, aber du weißt, was ich meine. Zweite Sache. Mit diesem Video heute, ja, mit diesem Video heute, zu der Zeit, wo das Video gerade hochgeladen wird, wird auf meinem Zweitkanal auch ein Video hochgeladen. Wer also Call of Duty Videos mag, der kann gerne mal reinschauen. Aber worum geht's im heutigen Video? Leute, eigentlich hatte ich zwei Videos in Planung. Video A, mein erstes Mal auf der PlayStation. Das Video wird auch noch kommen. Mein zweites Video war, ich wollte ein Sophia-Video machen, wo ich nur Sophia spiele. Das Video habe ich angefangen. Ich habe einen Rank gespielt und mir ist während dieser Runde einiges klar geworden in Rainbow. Ihr könnt euch nicht vorstellen, zum wievielten Mal ich heute Oregon spiele. Es geht wieder los. Da. Er will, dass ich Legion spiele. Kommen wir zum Thema Nummer 1, wo ich zum Beispiel gerade Aruni spiele. Aruni ist ein Operator, von dem ich schon gesagt habe, dass sie stark ist, aber sie ist nicht overpowered. Mittlerweile, Aruni kann sogar einen Tweak gebrauchen. Ein Tweak bedeutet kein wirklicher Nerf, aber auch kein Buff. Aruni ist halt nicht wirklich krass. Aber das ist gar nicht das Problem, worauf ich hinaus möchte. Das Problem ist die Waffe, die ich hier habe. Schnelle Feuerrate, kein Recoil. Und ich habe sogar einen angewinkelten Griff dran. Ah ja. Und er spielt auch die Roni, ich sag's ja. Da, noch ein Kill mit der Roni. Und noch wieder ein Headshot. Und der nächste Kill mit der Roni und auch wieder ein Headshot. Ich glaube, ihr versteht meinen Punkt gerade, oder? Und noch ein Kill, aber immerhin kein Headshot. Ich glaube, ich gehe einfach mal mit Mozzie ein bisschen roamen. Sollen wir mal was testen? Und Roni, mal wieder ein Headshot. Ich gebe zu, dass so ein Kill sehr befriedigend sein kann. Mann, ich muss mal was machen hier. Was ist denn wieder los? Gestern noch alles abgerissen, heute nichts geschissen. Das wird jetzt mein neues Motto. Because I have a barcode in a video game. Oh, that's so sad, dude. What the fuck? That's fucking cringe, man. Because I have a barcode in a video game. So, nächstes Thema. Legion! Nächstes Thema, Leute. Wie lange gibt es Pick und Bann jetzt schon? 2 Jahre, glaube ich. Seitdem werden immer dieselben Operator gebannt. In Roamender Legion ist auch wieder so. In Roamender Capcan auch noch. Okay. Seitdem es Pick und Bann gibt, wird Jekyll gebannt. Jekyll ist so ein enormes Problem. Roni Headshot. Genau, Jekyll wird so oft gebannt. Jekyll hat ein enormes Problem, was Balancing angeht. Der Grund ist, dass man mit Jekyll kostenfrei Informationen bekommt. Ah ja. Alter, der stand da in der Ecke und hat das C4... Ja, okay, ja. Ja, komm. Kann ich akzeptieren. Wenn man Jekyll nicht gebannt ist, wird er halt auch instant gepickt. Split Door. Blitz! Junge! Okay, dann bannen wir Glass. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Operator Lineup. Ich spiele das Game oder habe das Game immer gespielt, weil es schön abwechslungsreich war. Verschiedene Strats, verschiedene Operator, verschiedene Maps. Doch mittlerweile... Der ist am Cheaten. Jedes Mal, wenn ich Rank spiele, begegne einer Sophia, einer Ashe, einem Ace, einem Maverick und einer Hibana. Vielleicht sind die Leute mal gut drauf und picken noch einen Sledge oder eine Twitch. 7 Operator von 25, 26? Es gibt gar keine Entwicklungskurve mehr, weil du immer gegen die gleichen Operator spielst. Es gibt halt einfach Operator, die können zu viel, zu gleichzeitig sind. Ich meine, man braucht Operator, die halt für jede Zeit wichtig sind, aber dann sollen die nicht alles können. Sophia. Und schon habe ich keine Drohne mehr. Ich höre 2. Alter, Ying macht echt Bock. Rainbow hat ein enormes Balancing-Problem.
Er hackt! Er hackt! Er hat seine Hacks angemacht. Naja, egal, was soll ich machen. Es ist halt ranked. Goodbye, Elo. Ja, ich beschwere mich gerne. Das macht aber jeder gerne mal, sich beschweren. Bin aber auch gerne mal sehr... Also ich gebe auch gerne zu, wenn jemand einfach gut war und mich umgeschossen hat. Aber mittlerweile weiß ich nicht mehr, wer hackt und was legit ist. Die hacken beide. Oh Gott, ey. Es tut halt weh, weil ich würde gern wissen, wo meine Grenzen sind. Aber wenn ich in Platin jedes Mal umgehackt werde, weiß ich halt nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Stellt euch mal vor, ihr hackt, seid Gold 1, also nichts gegen Gold 1, alles gut, so meine ich das nicht, aber ihr hackt und seid Gold 1 und verliert auch noch. Die waren 3er-Stack auch. Oh, okay. Okay, ich sehe anders aus, ich weiß. Gestern war ich zu salzig, bin wegen zu viel Scheiße mal wieder gestorben. Können wir mal austricksen? Wie sie noch dahin geguckt hat. Oh, okay, das war... Diffuser. Okay, das ging schnell. Ey Leute, mir ist nämlich eben noch eine Frage eingefallen. Könnt ihr mir mal sagen, welches euer Lieblings-Black Eyes ist? Egal, ob ihr die schon habt oder haben wollt. Aber wo wollte ich drauf hinaus? Eigentlich passt das nächste Thema viel besser zu der Map, auf der wir gerade spielen. Und das sind die Umgebungsgeräusche. Radios, die an sind, auch wenn man sie ausschießen kann. Ein Helikopter, der durch die Gegend fliegt. Lautsprecher. Und dann soll man einen 3-Speed-Operator hören, der die ganze Zeit Crouch-Walk durch die Gegend läuft. Vor allem sind die ganzen 3-Speed-Operator, sind alles verdammt gute Operator. Kennt ihr einen 3-Speed-Operator, der scheiße ist? Ich glaube, es gibt keinen, oder? Nee, ich darf keine Grimassen mehr schneiden, sonst beschweren die Leute sich wieder in den Kommentaren. Nee, Jericho, mach das nicht. So, soll ich jetzt einfach Ash-Things machen und einfach reinkacken? Reingehen und sterben, komm. Kommen wir nämlich zu etwas ganz Besonderem. Ich möchte im Attack eine neue Drohne haben. Die Drohne kann von mir aus, entweder die kann sich unsichtbar machen, entweder die ist kugelsicher oder die ist schneller. Irgendwie sowas. Ah, das war ein Kill, der sich richtig befriedigend angefühlt hat. One is open, two open. Was ist das für ein Rotation Hole, Junge? Bin ich ein Riese oder was? Kann ich den joinken? That is last guy. Ohne Worte. You have shotgun for making a rotation? I don't have your shotgun. It's okay. I use MP5. Ich dachte, es wäre gejammt. Ah, ich hab keine Magazin mehr gehabt! Oh mein Gott, hab ich ihn doch gedisst. Ich hab Bock auf das Game, aber es macht mich immer sad, wenn ich wegen sowas sterbe. Also irgendwas ist halt los mit Rainbow. Es gibt Tage, da hat man weniger Bock drauf. Es gibt Tage, da hat man richtig Bock drauf. Ein Kanner. Ich liebe Rainbow und ich werde Rainbow auch weiter spielen, definitiv, weil es mit einer der besten Shooter auf dem Markt ist und mir das Game immer noch Bock macht. Aber deswegen habe ich einen Zweitkanal erstellt, weil ich manchmal einfach nicht weiter weiß mit dem Cheater-Problem. Ich schütte auch gerade so ein bisschen mein Herz aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt so viele Tage, wo man das Game verflucht, aber dann trotzdem wieder zurückgeht. Ich kann das Game nicht in Ruhe lassen, geht nicht. Ich liebe dieses Game, es macht so fucking Bock. Oh, Mausi macht so Spaß. Ich glaube, Mausi gehört jetzt mit zu meinen Lieblingsdefendern. Was? Okay. Ich würde mal sagen, ich werde gegen Main.
Oh mein Gott, er knifet den Boden. Oh mein Gott. Er knifet zum zweiten Mal den Boden. Ich weiß wirklich nicht, ob ich so viel Cringe aushalte. Am liebsten würde ich ihm einfach auf die Tastatur scheißen. Dass jedes Mal, wenn er den Boden knifet, den Geruch von meiner Scheiße riechen würde. Wenn wir das Match verlieren, dann höre ich für heute für Rainbow auf. Ich habe 11. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich habe die Frags klappen, aber ich verliere trotzdem jedes Mal die Runden. Ich kann das echt nicht. Das frustriert mich so sehr. Pass auf. Pass auf, ich sag euch, er knifet wieder den Boden. Oh mein Gott. Nice. 4-4. 13 Kills. Habe ich noch zwei Drohnen? Was ist denn da immer noch? Ah ja. 14 fucking Kills. Und ich werde diese Runde verlieren. Ich sag's euch. Hey, da. Und das war's mit Rainbow für heute. Ja, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, guckt auf jeden Fall auf meinem Zweitkanal vorbei. Wie gesagt, auf dem Zweitkanal lade ich Call of Duty-Videos hoch. Guckt gerne vorbei, weil es eine geile Ablenkung zu Rainbow. Wir sehen uns beim nächsten Video.